Moin moin, ja, jetzt sind wir wieder auf Butchern und ich muss noch mal meine Aussage vom letzten Video zurücknehmen. Und zwar ging es ja hier um die Flächen. Den Mauszeiger sehen wir jetzt natürlich hier nicht. ich zeige euch mal die Flächen, die ich meinte, indem ich mal kurz hier rüber gehe und zwar auf Land kaufen. Auswählen. Und zwar ging es um diese Fläche hier und hier oben diese Fläche, die habe ich jetzt gekauft. Das waren die Gewächshäuser, genau. Und hier unten ist auch nochmal eine Stallung, wo ich sagte, dass man da hätte Felder anmachen können. Das muss man auch erstmal kaufen, dann wird das erst freigeschalten. Ja, ich habe natürlich in der Zeit ein bisschen an Geld investiert, Kredit aufgenommen und so was und bin schon wieder fast pleite. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ich habe einen Auftrag angenommen. Da müssen wir mit der S50 erstmal hinfahren und die Maschinen erstmal zum Acker fahren. Ich glaube, wir können ja mal kurz gucken. Ich glaube, es war ein Rübenroden. Ah, mein Hund meldet sich. was war denn das jetzt hier? Zuckerrüben, genau. Zuckerrüben sollen wir ernten. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal zum Landhandel, holen die Maschinen und fahren zum Feld. Genau. Natürlich können wir nicht fahren, wenn ich nicht angesteckert habe. So. Muss ja erstmal meinen ganzen Kabelzeugs hier anklemmen und alles sowas. Die Pedale. So, muss ich mal wegräumen wie den Hund. So, jetzt geht's los. Jawohl. Mal was zum Landhandel rüber düsen. Ja, wie gesagt, ich hatte ja durch einen dummen Zufall. Ich habe das dann gekauft, genau, und wollte dann gucken, ob ich das abreißen kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich da, dass es freigeschalten worden ist, die Gewächshäuser. Und dann ist mir eingefallen, okay, dann wird es mit der anderen Stallung auf jeden Fall auch so sein. Und ich denke mal, es wird ein Schweinestall sein, weil er so relativ flach ist. Werden wir uns überraschen lassen. Also momentan habe ich erstmal nicht so viel Geld. Mais müssen wir auch noch ernten, ein bisschen Stallarbeit machen. Und hier hinten die Schafe, die kann man auch kaufen. Das sind zwei Felder, genau, da sieht man das ja, wo die... Ja, kurz mal anfahren. Da sieht man das. Also die rechte Seite, die kann man kaufen und hier die linke Seite. Aber momentan, wie gesagt, muss ich erstmal irgendwie an Geld kommen. Deswegen habe ich erstmal einen Auftrag angenommen, Rüben zu ernten. Und das machen wir jetzt erstmal. Ich hoffe noch, dass es aufhört zu regnen. Und mal pitchen, dass auf der Arbeit ankommen. Das macht immer Spaß. So, den Rübenernte habe ich auch noch nicht gefahren. Bin ich schon gespannt. Ja, als Traktor haben wir den Fast Truck. Den habe ich ja schon mal auf der Mecklenburgischen Seenplatte gefahren. So, naja, dann wollen wir mein Moped hier irgendwo abstellen. Ja, da hinten ist ein Parkplatz. Oh, mal hier das Licht anmachen, ne? So. Ja, Aufträge nehme ich jetzt nur noch an, entweder zum Ernten, grubbern oder pflügen oder irgendwie so, aber jetzt zum
Aufträge, wo ich jetzt irgendwie dort düngern muss oder so oder Saat einbringen muss, werde ich nicht mehr machen, weil da zahle ich ja drauf, da ich ja das Saatgut kaufen muss. Also, so, mal gucken, auf der richtigen Seite sind hier. Ja, wir sind ja gleich da, super. Einwandfrei. Das muss doch das Feld sein. Steht genau davor, genau. Dann fahren wir mal hier mal runter. Dann können wir nämlich mal anfangen mit den Rüben ernten. Bei Regen. Ja, richtig schön. Ich würde sagen, wir machen auch mal Feuerwände hier. GPS an und Feuer. Naja, wird schlecht versetzt, war oder nicht? Ein paar Bahnen ziehen hier, das war vernünftig. Wo fahren können, parken können, da hier mit dem Trecker.